Tag von Chloe Morgenstern und der Originaltag stammt von Thor's Book Reviews. Und bei ihr habe ich den Tag auch zum allerersten Mal gesehen und wollte ihn damals schon machen, aber ich finde es irgendwie immer blöd, einen Tag zu machen, in dem ich nicht getaggt wurde. Und ja, jetzt wurde ich getaggt und nochmals vielen Dank, Chloe. Ich habe mich so drüber gefreut, weil ich diesen Tag einfach nur sowas von cool finde. In dem Tag geht es darum, zu jedem der vier Elemente ein Buch zu finden. Und dann hat sie nochmal vier verschiedene Farben genommen, die zu dem jeweiligen Element passen. Und zu diesen Farben soll man dann auch nochmal ein Buch suchen. Und ganz am Ende muss man dann ein Buch finden mit allen vier Farben zusammen. Ich fange mal an mit dem Element Wasser. Und dazu habe ich, wie sollte es auch anders sein, City of Glass. Weil hier sieht man ziemlich viel Wasser drauf und das Buch ist auch im Allgemeinen sehr, sehr blau. Also dementsprechend, ja, passend. Worum es in dem Buch geht, sage ich jetzt nicht, weil dazu müsst ihr zuerst mal die zwei vorherigen Teile gelesen haben. Und falls ihr das gemacht habt, habt ihr auch bestimmt euch vorgenommen, demnächst City of Glass zu lesen. Hoffentlich. Dann zu der Farbe Blau habe ich Unter dem Vampirmond. Das ist der erste Teil der Quadrologie oder wie nennt man das? Naja, egal. Es sind auf jeden Fall vier Bücher in der Serie. Und ja, in dem Buch geht es um ein Mädchen, das einen Vampir kennenlernt. Und sie möchte dann natürlich auch zum Vampir werden. Jedoch hat dieser Vampir, ich glaube er heißt Jack, ja Jack, Jack hat einen Bruder namens Peter und Peter kann Alice gar nicht ausstehen, obwohl Alice eine wirklich, wirklich starke Anziehung für ihn empfindet. Und ja, wie es dann weitergeht, das könnt ihr dann in den vier Bänden lesen. Ich fand die Reihe auf jeden Fall ganz okay. Ich würde sie jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, aber naja, für sowas Nettes zwischendurch fand ich die Reihe schon ganz gut. Ja. Dann kommen wir auch schon zum Element Feuer. Und da habe ich natürlich Harry Potter und der Feuerkelch. Das hier ist die englische Ausgabe davon, weil auf der deutschen da speit der Drache kein Feuer. Und ja, da habe ich mir die genommen, weil man hier ganz deutlich Feuer erkennen kann. Ich hoffe, hierzu muss ich auch nicht sagen, um was es geht. Weil wer Harry Potter noch nicht gelesen hat, ja, keine Ahnung. Muss man einfach gelesen haben, oder? Meiner Meinung nach auf jeden Fall. Zu der Farbe Rot habe ich Tote Mädchen lügen nicht und ich fand dieses Buch echt klasse, auch wenn viele sagen, sie wären nicht so begeistert davon gewesen. Aber naja, auf jeden Fall geht es um ein Mädchen, das gestorben ist, sie hat Selbstmord gemacht und dann verschickt sie 13 Kassetten, die von Person zu Person weitergegeben werden müssen. Und auf jeder Kassette ist dann, also geht es um eine andere Person. Und dann erklärt sie, wieso diese Person mit dran schuld ist, warum sie selbst noch gemacht hat. Und ich fand es eigentlich sehr interessant, weil der Protagonist eben wissen möchte, was er damit zu tun hat. Und ja, es ist echt spannend, bis man das erfährt. Dann zum Element Luft habe ich hier 16 Moons genommen, weil man hier ganz deutlich erkennen kann, wie ihre Haare in der Luft fliegen. Und ja, Thor's Book Reviews hat eben auch erklärt, dass das Element Luft kann man ja nicht wirklich sehen, außer es sind so Dings. Naja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall kann man Luft halt auch daran erkennen, dass wir hier Haare fliegen oder wenn Blätter umherfliegen auf dem Cover oder was weiß ich, Federn, keine Ahnung. Auf jeden Fall soll das irgendwie symbolisch dargestellt werden. Und ja, in 60 Moons geht es um Ethan Waite. Er lebt in einem total, total langweiligen Dorf. Und eines Tages zieht dann Lena in dieses Dorf,
Jedoch ist Lena eindeutig nicht ganz so normal. Sie hat irgendwelche Fähigkeiten und das macht sie für Ethan sehr interessant und er möchte unbedingt mehr über sie herausfinden. Und ja, ich verrate auch hier lieber nicht so viel. Manche von euch haben den Film gesehen und ich habe es schon 100-mal gesagt, aber der Film ist echt dermaßen scheiße. Ich muss es so sagen. Ich habe am Ende des Filmes geweint, weil es so scheiße war. Also echt. Wenn ihr den Film schlecht fandet, lasst es auf jeden Fall nicht am Buch raus, weil ich finde die Bücher echt klasse. Ja, und ich würde diese Reihe auch eigentlich jedem weiterempfehlen. Es wird viel mit Twilight verglichen, aber ich finde es nicht gerade so schnulzig wie Twilight. Auf jeden Fall kommt auch viel mit Liebe und bla bla drin vor, aber es ist trotzdem... Ja, die Geschichte entwickelt sich zu was ganz anderem weiter wie Twilight, auch wenn es am Anfang danach aussieht. Die Luft soll man mit der Farbe weiß anzeigen und da habe ich eigentlich fast kein... Also ich merke es immer wieder, schon bei diesem Regenbogentag habe ich gemerkt, dass ich fast keine weißen Bücher habe und ja, da habe ich mir das hier genommen. Das ist die Geschichte von Starbucks, wie Starbucks entstand. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber werde es irgendwann mal machen, wenn ich Lust drauf habe. Dann auch schon zum letzten Element und zwar dem Element Erde. Und da habe ich Dustlands genommen, weil man hier zuallererst sehr viel trockene Erde sieht und ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sieht, aber hier ist auch so das ganze Cover, wie wenn es aus trockener Erde bestehen würde. Das ist so ausgestanzt. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Na, egal. Wenn ihr das Buch mal in der Buchhandlung sieht oder so, dann wird euch das sicher auffallen. Hier, das Glanz ist auch so ausstehen, aber ja, mir ging es halt jetzt hauptsächlich um das Muster. Und ich habe dieses Buch ebenfalls noch nicht gelesen. Die Farbe Grün für das Element Erde und habe ich mir Smaragdgrün genommen, welcher mein absoluter Lieblingsteil dieser Trilogie ist. Ich mag die anderen beiden Teile auch sehr, aber ja, für mich war das ja einfach der beste Teil, weil endlich alles aufgeklärt wurde, was man sich die ganzen beiden Teile über für Fragen gestellt hat und ja, ich fand den Teil echt super. Ich fand die ganze Trilogie super. Und ich werde sie bestimmt irgendwann nochmal lesen. Und zu guter Letzt ein Buch, das alle vier Farben beinhalten sollte. Das war für mich eigentlich sehr einfach. Andere hatten wirklich ziemliche Probleme damit, aber naja, ich lese das Buch gerade, also war es nicht schwer für mich. Und zwar ist das Me and Earl and the Dying Girl. Ich bin jetzt fast in der Hälfte vom Buch und es gefällt mir bisher echt super. Ich glaube noch nicht ganz, dass es 5 Sterne bekommen wird, außer es geschieht noch irgendwas Extras oder so, aber satte 4 Sterne sind es schon bisher. Also auf jeden Fall glaube ich, dass ich jetzt schon sagen kann, dass es empfehlenswert ist. Und am 30. September, wenn ich mich nicht irre, wird es ja auch auf Deutsch erscheinen und dann müsst ihr euch das Buch auf jeden Fall besorgen, wenn ihr es nicht schon auf Englisch habt. So, das war dann auch schon der Tag. Ich habe heute 3 Leute, die ich taggen möchte. Zuallererst wollte ich taggen Crystal Zaurini. Dann tagge ich Cidis Bücherwelt. Ich hoffe, ihr zwei habt den Tag noch nicht gemacht. Und falls ja, tut es mir leid, aber ich glaube, ich habe den bei euch noch nicht gesehen. Und dann tagge ich natürlich noch Butterfly in the Sky. Und ja, ansonsten war's das. Ich hoffe, alle anderen, die den Tag noch nicht gemacht haben, sind mir jetzt nicht böse, dass ich sie vergessen habe. Aber auf jeden Fall sind alle anderen auch herzlich eingeladen, den Tag mitzumachen. Ich weiß, das ist nie so dasselbe Gefühl, wie wenn man persönlich getaggt wird. Aber naja, dann vielleicht beim nächsten Tag. Ihr könnt ja mal schreiben, wenn ihr getaggt werden wollt. Ich tagge jeden, der einfach Lust drauf hat. Ehe ich jetzt wieder zu viel rumlabere, verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Video. Tschubi!